Sie sind hier, 6. August 2018, 15.39 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Maren Meiner dürfte sich über einen Sieg ihrer Auswahl freuen. Urheberrecht Getty Images. Deutschland zu 20 Fußballerinnen starten mit einem knappen Sieg in die WM-Endrunde in Frankreich. Stefanie Sanders ist die Matchwinnerin für die Meinert-Auswahl. Die deutschen U20-Fußballerinnen sind mit einem knappen Sieg in die WM-Endrunde in Frankreich gestartet. Die Auswahl von DFB-Trainerin Maren Meinert setzte sich dank des Treffers von Stefanie Sanders 68. mit 1:0, 0:0 gegen Nigeria durch. Den Erfolg in St. Malo in der ersten Partie der Gruppe D gegen den Vize-Weltmeister von 2010 und 2014 musste sich der dreimalige Titelträger hart erarbeiten. Meinert zeigte sich erleichtert, sieht aber auch noch Steigerungspotenzial. Es war das umkämpfte Spiel, das wir erwartet haben. Wir haben mit der ganzen Mannschaft sehr gut verteidigt, hatten aber sicherlich Probleme beim finalen Pass in die Spitze. Am Donnerstag gegen China bei der Endrunde in der Bretagne sind am Donnerstag China und vier Tage später Haiti die weiteren Gruppengegner der Deutschen. 16 Teams in 4 Vierergruppen nehmen am Turnier teil, die Erst- und Zweitplatzierten ziehen ins Viertelfinale, 16. 17. August ein. Das Endspiel findet am 24. August in Wannes statt. Titelverteidiger ist Nordkorea. Von Sportinformationsdienst.